Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute wieder eine Profi-Astrologin Silke Schäfer da und mit ihr werden wir gleich in die Welt der Zyklen, die kosmischen Zyklen eintauchen. Das war auch der letzte Teil, den ich mit ihr machen durfte, wo wir da die Zyklen angeschaut haben. Ich Parallelen zu meinem eigenen Leben immer wieder erkannt habe, total faszinierend. Und ich bin mir ganz sicher, dass die nachfolgende Sendung Ihnen ganz viel Spaß machen wird. Bleiben Sie dran! Und da ist sie, liebe Silke Schäfer, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke, Alexander. Du faszinierst mich ja immer wieder. Leider kann ich mir aber das alles nicht merken, was du mir da sagst. Jedes Mal bin ich so geflasht während unseren Interviews, so fasziniert von dieser Welt. Und dann kurze Zeit später habe ich alles wieder vergessen, außer dass es so magic ist. Weißt du, es geht natürlich ähnlich. Gewisse Sachen muss ich auch immer wieder mal nachlesen. Aber es ist ja so mit jedem Beruf. Irgendwann geht es über in, wir sagen ja, in Fleisch und Blut. Und dann ja, ist man drin in dem Thema. Also ich habe vollstes Verständnis für dich. Super, super. Du hast mir gesagt, es gibt noch viel mehr Zyklen. Und einer davon ist der Zyklus Lilith. Genau. Und da möchte ich gerne mal ein bisschen mehr hören, wenn du erlaubst, ja, dass wir da in diesen Zyklus mal einsteigen. Ja. Und du mich wieder flashst oder eine Magic-Welt mir wieder zeigst und auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern verzeigst, wie faszinierend diese Welt der Astrologie ist. Bitte gerne. Es ist ein wirklich faszinierendes Thema. Das ist ja die Basis der Astrologie, mit den Zyklen zu arbeiten. Alles ist rhythmisch, alles ist zyklisch. Und wir hatten ja schon ein paar Zyklen angeschaut. Es gibt viele und die uns auf Planet Erde betreffen oder hier einwirken in direkter Form sind die sogenannten schnelleren und unmittelbar näheren Zyklen, die wie zum Beispiel die Lilith-Energie, die haben wir noch nicht angeschaut. Lilith ist... Darf ich vielleicht noch ganz kurz, können wir noch mal kurz sagen, welche Zyklen wir schon durch hatten? Der 7-Jahres-Zyklus, glaube ich, der 12,5 Jahre, oder? Genau, wir hatten angefangen beim Mars mit den 2 Jahren. Mhm. Ja, da geht es insbesondere um die Bonding-Phase. Also auch vielen Dank für die Zuschauerfragen, die kamen. Ja, von wegen, ich habe gerade ein kleines Bubeli und jetzt möchte ich mehr darauf achten, bewusster damit umgehen. Der 2-Jahre-Zyklus ist der Mars, wo alle Themen im Horoskop, das ist ein Kreis, einmal aktiviert werden. Da geht es um die sogenannte Primäraktivierung im 2-Jahre-Zyklus. Mhm. Dann hatten wir angeschaut den Jupiter, wo es um 12 Jahre geht, das Thema der Expansion, der Ausdehnung. Und wenn wir 12 halbieren, sind wir bei 6. Also wir haben einen 6- und 12-jährigen Zyklus, Jupiter. Dann hatten wir angeschaut Saturn. Da habe ich einige Zuschauerreaktionen jetzt hören dürfen oder lesen dürfen, von 29,5 Jahren. Mhm. Und du hattest gerade weitergerechnet, 58, mhm, ja, so in etwa der 2. Das sind ganz, ganz markante Einweihungsphasen. Das war das. Der steht noch vor mir, hä? Wirklich, ja. Okay. Und wenn der durch ist, kommt nachher dann 87. Also das sind ganz, ganz, ganz wichtige Einweihungsphasen. Und wenn wir den 28, also 29,5, wir nehmen so über den Daumen, können wir auch sagen 28, teilen den mal durch 4, dann sind wir bei 7. Mhm. 7, 14, 21, 28. Und weißt du, was der 7er Rhythmus ist? Wir kennen das alle vom verflixten 7. Jahr. Ah ja, stimmt. Ja, genau. Okay. Das ist der Saturnzyklus. Der kommt dann in einen Spannungsaspekt nach 7 Jahren, nach 14, 21 und mit 28, 29 ist einmal rum. Das sind immer Prüfungen. Hält die Partnerschaft oder hält sie nicht mehr? Ja? Gehen wir zusammen weiter oder nicht? Also das ist der 7er Rhythmus mit dem Saturn. Ja, und die hatten wir eigentlich alle schon besprochen? Die hatten wir schon, ja, wir können das hier immer nur ganz kurz ansprechen. Wir hatten darüber gesprochen. Gut. Ja. Okay, dann möchte ich einfach Sie nochmals darauf hinweisen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie genau diese Zyklen, wo wir jetzt gerade nochmals im Intro reingebracht haben, auch noch was interessieren, suchen Sie auf YouTube, auf unserem QS24-Kanal, die entsprechende Sendung, einfach Silke Schäfer eingeben, da kriegen Sie eine schöne Auswahl, so dass Sie da wirklich von Anfang bis Z intim begleitet sind in dieser Staffel von Sendungen, von Aufklärung, von Informationen, die wir einfach genießen dürfen und Ihnen schenken dürfen. Also, jetzt kommt der Lilith. Hä? Schön gesagt, schenken dürfen, ja. Ja, genau. Die Lilith-Energie, das ist jetzt ein ganz anderes Thema wieder. Also jedes Thema, was wir mit einem Planeten assoziieren, ist in sich gigantisch und unglaublich faszinierend, wie du auch schon gern gesprochen hast. Und die Lilith-Energie, da geht es um das Thema der Urkraft, des Weiblichen.
Wenn wir zum Beispiel, wie jetzt gerade ganz aktuell, mit ziemlich starkem Klimawechsel oder Wandel zu tun haben, mit außergewöhnlichen Wetterperioden, mit sehr viel Feuer oder sehr viel Wasser, das sind Naturgewalten. Und die Lilith-Energie repräsentiert die Kräfte der Natur, die ursprünglich da sind. Ja. Und das sind die Naturkräfte von Mutter Erde, ja, auch mit Erdbeben, also mit allem, was Mutter Erde hergibt. Und bei uns selbst, in unserem individuellen Leben, geht es auch um unsere Urkraft. Und die Urkraft kommt von ganz tief unten aus dem Schoß, hat also unter anderem sehr stark auch mit der Sexualität zu tun, mit der Erotik, mit der Kraft der Schöpfung und mit dem, was durch uns sich manifestieren möchte. Es ist eine weibliche Urkraft in den Frauen sehr stark verankert, weil wir in einem weiblichen Körper uns befinden, aber selbstverständlich auch bei den Männern. Und dieser Zyklus geht knapp 9 Jahre. Also ganz genau 8 Jahre und 9 Monate. Aber wir können so, ne, können sagen. Also diese Lilith-Energie wirkt jetzt für 8 Jahre und 9 Monate, oder? Ja, immer ziemlich genau 9 Monate. Und das ist spannend, dass eine Schwangerschaft ja ziemlich genau 9 Monate geht. Mhm. Also da gibt es wirklich, da geht es um diese Kraft des Urzyklus der Natur. Und wenn das alle circa 9 Jahre wechselt, da darf man mal drauf achten, was das mit einem macht oder was in dir etwas auslöst. Und zwar immer dann, wenn etwas, wir sind ja sehr stark in unserer Leistungsgesellschaft, in das Leistende, wir sind sehr stark im Kognitiven und das Schöpferisch-Kreative ist ja meistens auf der Strecke. Und da wirkt insbesondere auch diese Urkraft des Weiblichen korrigierend. Das heißt, immer dann, wenn wir nicht im Gleichgewicht sind oder ganz in das eine Extrem gehen, meldet sich diese Energie früher oder später ganz stark und sagt, Moment mal, wir müssen hier einen Ausgleich schaffen und zwar nicht nur so lieb und nett beim Tee trinken, sondern teilweise richtig radikal, also radikal, ja. Und da geht es baff in die andere Richtung. Und das sind spannende Zyklen, wenn man da mal hinschaut, 9, 18, es kommt dann 27, 36. Ja. Und jetzt überleg mal mit 9, wenn das Kind 9 Jahre alt ist, was ich beobachtet habe, dass ganz oft in der Phase die Eltern sich scheiden lassen. Ganz oft. Dass dann Mutter oder Vater alleinerziehend sind und dann kommt eine Kraft ins Feld, wo das Kind beispielsweise jetzt, nur mal bei diesem Beispiel, erlebt, wie die Mama in ihre Kraft geht. Oder wie das Paarthema nicht im Gleichgewicht war, man muss sich trennen, das Kind geht mit der Mutter oder mit dem Vater eigene Wege. Das ist ein ganzen spannender und in sich hochkreativ schöpferischer Lebensabschnitt. Das Jahr 9, das Alter 9. Kommst raus? Ja, natürlich. Ich bin immer mehr verwirrt. Weißt du, jetzt haben wir den Zyklus, den und jeder hat irgendeine Wirkung. Jetzt kommt noch der 9er. Ich frage mich einfach, wie kannst du hier noch die Übersicht halten? Also das ist immer die Frage auch beim Lernen, wenn man beginnt, sich damit zu beschäftigen. Da sage ich immer ganz einfach, komm, wir machen das wie an der Tafel, wo man dann erstmal lernt, aha, das ist jetzt eine Gabel, das ist ein Messer, das ist ein Löffel und da habe ich den Teller. Und dann nehme ich die Suppe und am Schluss habe ich dann das Menü. Ja, ja. Das ist mit jedem Beruf so. Und den Überblick können wir natürlich erstmal einzeln uns schaffen, so wie wir das machen. Wir besprechen jedes Thema einzeln. Und dann kommt aber nachher die Synthese. Und das ist das, was ich ja gemerkt habe, während ich mich anfing, damit zu beschäftigen. Ich hatte ja, sage ich immer, 1,5 Jahre Kopfschmerzen. Und ich denke, das kriege ich ja überhaupt nie irgendwo hier oben rein. Und dann fing aber was anderes an. Und dann kam die intuitive Sicht dazu. Und das ist das Faszinierende, was ich so liebe auch, wenn ich diese Zyklen schaue. Du kennst es auch, du weißt langsam, wo ist die Gabel, wo ist das Messer und wie essen wir mit Messer und Gabel. Oder wie beim Autofahren, man denkt gar nicht mehr drüber nach. Das ist Routine, ja. Ja. Mhm. Und genauso geht es mit den Zyklen. Plötzlich so, so gehört das zusammen. Aber weißt du, schon spannend, wenn du eine Person siehst oder weißt, wie alt das sie ist, dann geht ja hier oben 20 Lichter auf, oder? Und du weißt genau, in welcher Phase der eigentlich gerade drinsteckt. Nur aufgrund von den Zyklen. Ja, ja. Und das ist ja eigentlich noch sehr oberflächlich eigentlich. Jetzt geht's ja noch tiefer. Was hat er für ein Geburtsdatum? Was für Uhrzeit? Und Aszendent und Häuser und weiß Gott was alles. Also da, du kannst einen Mensch richtig lesen. Ja, wir können uns lesen. Also von wegen gläserner Mensch und Angst davor haben, wir werden total durchleuchtet, ist absolut, absolut nicht nötig, weil wir können uns sowieso lesen. Also oberflächlich würde ich auf keinen Fall sagen. Wenn jetzt jemand sagt, jemand ist zum Beispiel 45,5 Jahre, klingelt bei mir sofort der, 45 Jahre, 6 Monate, 8 Monate ist der Todpunkt des Lebens.
Der was? Der Todpunkt des Lebens. Und wenn ich das höre, dann jemand ist in einer wirklich auch tiefen Krise oder in einer Orientierungsphase, neue Orientierungsphase, dann habe ich absolut total tiefstes Verständnis, sage ja, es ist jetzt gerade eine ganz markante Umkehrphase. Da muss man nicht irgendwie lächeln und sagen, hey, nicht so schlimm, sondern das ist für diesen Menschen, für ein Verständnis diesen Menschen gegenüber oder auch einer Familie gegenüber, wo dann so Themen dann aktuell sind, ein ganz, ganz wichtiger Baustein für Verständnis und für Mitgefühl und auch für Unterstützung. Mhm. Weil mitunter, wir wollen ja immer alles dann gerade wegmachen oder eine Pille nehmen und dann sagen, jetzt bin ich da durch und wann ist es zu Ende? Und es gibt Phasen, die sind nicht sofort zu Ende. Da geht man durch und das kann ein Jahr sein, das können 2 Jahre sein, dass wir dann auch ein Verständnis entwickeln können, zu sagen, ja, jetzt im Moment ist gerade ziemlich anstrengend. Mhm. Also überhaupt nicht oberflächlich. Mhm. Okay. Die nächste Frage, Lilith, ich verstehe das Wort noch nicht. Ist das ein Planet? Die Lilith-Energie ist kein Planet, sondern wir nennen das einen sogenannten sensitiven Punkt. Also rein rechnerisch. Rein rechnerisch. Also es ist kein Planet, wo irgendwie rumkreist, einmal um sich herum. Und jetzt ist diese Energie da sehr nahe zu der Erde und die wirkt jetzt. Nein, das hat mit dem sogenannten Spiegelpunkt zum Mond zu tun. Unser Mond, den wir sehen, weil ist er ja voll, dann sehen wir ihn ja. Und der Mond kreist ja. Und der Mond hat sozusagen genau auf der anderen Seite, also hat 2 Extreme im Kreis. Mal ist er da und mal ist er da. Mhm. Und da gibt es einen speziellen energetischen Punkt, der wird als Lilith bezeichnet. Müssen wir, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Von der Mythologie her ist es die sogenannte große Göttinnenenergie. Und die hat eben mit der Mondphase zu tun. Es geht um die Zyklen, ganz stark um das zyklische Bewusstsein. Und wir hatten letztes Mal, glaube ich, auch vom Vollmond gesprochen, gell? Von den Mondzyklen, genau, mit der Aussaat, mit den Bäumen, ja, mit den Holzen der Bäumen hatten wir gesprochen. Weißt du, ich höre mir das gerne nochmals an, weil ich habe sie schon wieder vergessen. Das ist einfach, das ist, Gut, also es ist ja auch immer, wo geht dein Interesse hin, was interessiert dich? Und da kann man mehr da oder mehr da hinschauen. Und diese Lilith-Energie ist kein Planet, sondern ein sensitiver Punkt, der auch wandert und direkt errechnet wird aufgrund der Mondzyklen. Deswegen nennt man sie auch den schwarzen Mond. Wir haben den weißen Mond, also den hellen, und wir haben den schwarzen Mond. Der weiße Mond repräsentiert unser inneres Kind, unser Gefühl, unmittelbar, unsere Bedürfnisse. Ja, da denke ich nicht, sondern da fühle ich nur. Und von daher repräsentiert der Mond eben auch meine tiefsten, innersten Bedürfnisse als Kleinkind genauso wie als Erwachsener. Ja. Und der Lilith, der schwarze Mond, ist sozusagen schwarz, ist ja nicht sichtbar im Dunkel, ne? Ist das Geheimnisvolle, ist das hinter, was dahinter ist, was wirklich tief, tief, tief in dir verborgen ist als Kraft, was angelegt ist, als Kraft des Universums durch dich. Und diese Lilith-Göttinnen-Energie wirkt sehr schöpferisch und sehr, 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 sehr powerful. Weil wenn Mutter Erde, also nur mal aus dem Beispiel, wenn Mutter Erde mit einem Erdbeben kommt, ja, dann müssen wir alle rennen. Ja, da können wir nicht sitzen und beten, sondern, oder vielleicht auch, aber dann sind die Naturgewalten so stark, dass wir als Mensch darin keine Chance haben, sondern dann kommt das Erdbeben. Vielleicht habe ich es noch nicht ganz verstanden. 8 Jahre und 9 Monate geht dieser Zyklus. Ja. Und der hat wann angefangen? Schon länger oder kommt er erst oder sind wir mittendrin? Es ist ja ein fortwährendes. Wir sind immer, immer in irgendwelchen Zyklen drin. Ja, ja. Aber jetzt in diesem Lilith. Diese Lilith-Energie beginnt mit dem Geburtsmoment. Also dann, wenn wir uns gebären, steht er irgendwo. Das trifft jetzt nicht alle zusammen, alle Zuschauer. Jetzt ist Lilith tätig für uns auf der Erde. Doch. Das ist wie mit dem Mond auch. Mal ist er, wenn er voll ist, ist er für alle Menschen voll. Gut, okay. Und wenn er leer ist, ist er für alle leer. Gut, ja. Was wir aber sehen können, ist natürlich, in welchem Zeichen ist jetzt gerade die Lilith und was sind das für Themen, ja, die erkennbar sind. Also das gilt dann für alle. Mhm. Aber individuell. Das ist wie mit deinem Geburtstag. Irgendwann wirst du 2, irgendwann wirst du 5, irgendwann wirst du 48. Und genauso auch mit der Lilith. Irgendwann nach circa 9 Jahren ist sie einmal rum, dann kommt 18 Jahre und so weiter. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay. Ja, gut. Frag nur. Gut. Das ist eigentlich wie diese 8 Jahre und 9 Monate. Jetzt kann man das hochrechnen. Also einfach gesagt 9, 18, 27, 26. Genau. Das ist der Zyklus, wo immer was bewegt, aber etwas
wie hast du kraftvolles, gesagt? Schöpferisches. Extremes, schöpferisches. Und es hat ganz viel, diese Lilith-Kraft hat so viel eben mit Mutter Natur zu tun. Es geht um die Natur, es geht um das Klima zum Beispiel, es geht auch um die Tierwelt. Und da möchte ich gerne ein Beispiel bringen, weil das hat mich im Nachhinein sehr stark beeindruckt, als ich 18 war. Das ist nachher 18, also für alle, die das jetzt hören, schaut mal, was mit 18 war. Nicht nur, dass man dann seinen Führerschein machen darf und die große Freiheit da ist, sondern dieser Zyklus ist dann zu Ende und dann erwacht ein Bewusstsein im Zusammenhang mit den Naturkräften. Die Naturkräfte können selbstverständlich die eigene Sexualität sein, können aber auch, wie ich das auch damals auch erlebt hatte, mit der Tierwelt zu tun haben. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen, mhm, und wir haben Schweine gemästet. Und ich wollte wissen, wo unsere Schweine hingehen. Und mein Vater hatte dann die Größe, mich auch fahren zu lassen. Ich bin morgens um 4:30 mit dem großen Truck, bin ich dann mitgefahren, wie viele Schweine hinten drauf waren, in die Fabrik, in die Schlachterei. Also, nee, Schlachterei, das ist ja ein riesen Schlachthof. Und dann bin ich, ja, morgens mit da durch die ganzen Stationen. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Aber wenn die Tiere da so entsprechend am Fließband durchlaufen und da geköpft und geschlachtet und alles Mögliche werden, das ging schon tief. Und das war der Moment, wo ich für mich entschlossen habe, ich esse nie wieder Fleisch. Weil das war so tief in mir. Und das war die Lilith-Kraft im Nachhinein. Diese Lilith-Kraft, wo ich denke, ich bin so, ich selber für mich, ja, so stark im Empfinden gewesen, so kann man mit Tieren nicht umgehen. Dass diese Kraft, und die ist unerschütterlich, das ist diese Lilith-Kraft, die ist so stark. Ja, wenn wir in diese starke Kraft kommen, dann bist du absolut ganz klar total entschlossen und sagst, nie wieder Fleisch zum Beispiel. Und das war im Nachhinein, wo ich dann diese Lilith-Energie Jahre später überhaupt erst ins Bewusstsein bekam. Und dann studierte, ich bin ja auch immer am Forschen. Was war ich bei mir mit 9? Was war mit 18? Was war mit 27? Und dann denke, aha, das war diese Kraft. Und das ist etwas, wo wir bewusst werden im Zusammenhang mit den Naturthemen. Ob es am eigenen Körper ist oder ob es der Körper von Tieren ist oder von anderen Menschen oder überhaupt im Zusammenhang mit Gewalt, mit ganz, also auch heftigen Themen, nicht nur Kreativität, sondern wenn etwas ganz stark in eine Richtung gedrängt wird, aber man will in die andere Richtung, das wird sich alles korrigieren in solchen Phasen. Und das kann milde ablaufen, das kann aber sehr, sehr, sehr heftig ablaufen. Also die Lilith-Energie ist nicht zu unterschätzen. Das ist eine Urkraft im Sinne eines Erdbebens. Da bin ich mal gespannt, dann wäre bei mir die nächste mit 54 irgendwas fällig. Genau, das ist fällig, genau. Das ist richtig. Schauen wir mal, was ich da wieder für einen Flow im Kopf habe. Ja, das ist wichtig, dass wir da mal hinschauen und uns nicht wundern, wenn irgendetwas ist. Und auch wenn vielleicht Auffälligkeiten da sind, ich sage das jetzt ganz bewusst, wenn Auffälligkeiten da sind im Zusammenhang mit Kindern, gerade so im Alter von 9, dann würde ich da mal ganz achtsam hinschauen, weil es können auch dort Themen im Feld sein, die dieses Kind jetzt plötzlich sehr stark beschäftigen. Vielleicht sieht es irgendwas auf seinem Handy. Ja, Thema Gewalt, Sexualität, Brutalität oder irgendetwas, was das Kind sehr stark beschäftigt oder auch eine Naturkatastrophe. Es muss nicht immer ins Schlimme gehen. Es kann auch was sehr, sehr natürlich Erhebendes sein, aber oftmals ist es auch eine Erschütterung damit verbunden. Mhm. Und dann einfach mal achten. Ja, nur darum geht es, weil das ist eine Energie, die freigesetzt wird, die lebendig wird. Du erwähnst immer wieder die Natur. Dann auch die Frage, ist die Erde auch in diesem neuen Rhythmus drin? Das heißt, es könnte durchaus sein, dass jetzt, wo die Sendung aufgezeichnet wird, 2021, auch ein neuer Rhythmus für die Erde gilt und es deshalb jetzt so sehr vielen Veränderungen gibt, also Natur, Wasser, Wind, Klimakatastrophe und weiß Gott was alles. Könntest du dir das vorstellen? Ja, absolut. Absolut. Und das ganze Thema Klimadebatte und Klimawandel hat immer mit diesen Naturkräften zu tun. Kann man immer schauen, wie ist jetzt gerade, wenn solche Diskussionen im Feld sind, wie steht jetzt gerade das Thema der Lilith im ganzen Kontext? Ja. Und das ist so schön, man muss nicht so lange suchen, du musst auch keine 40 Jahre Therapie machen, um irgendwann nachher auf die Antwort zu kommen, sondern du guckst gerade ins Horoskop und sagst, jetzt da verstehe ich die Zusammenhänge. Und im Moment, jetzt, wir sind 2021, die Lilith war jetzt lange Zeit im Zeichen Stier und wechselt jetzt in das Zeichen Zwillinge. Das ist ganz spannend für 9 Monate. Das ist auch noch interessant. Ne? Sie ist 9 Jahre für einen ganzen Umlauf und knapp 9 Monate in einem Zeichen. Und dann wechselt sie das Zeichen.
und Lilith im Zeichen Zwillinge. Jetzt muss man vorstellen, das Zeichen Zwillinge ist das Zeichen der Kommunikation. Und Lilith ist eine Kraft, die bringt das in Kommunikation, was man kann sagen scharfzüngig ist, was nicht ausgesprochen werden sollte, spricht sie aus. Es ist übrigens auch in der Mythologie die 13. Fee. Passt ein bisschen zu Kurs 24, was ich gerade gehört habe. Es ist immer das, was wir verdrängen wollen, was wir ausgrenzen wollen. Und jetzt wird es interessant, nur mal zu dieser Energie selbst, das ist sehr weit gefasst, du merkst schon, gell? Das ist nicht nur physischer Körper, es ist alles das, was ausgegrenzt wurde in unserem Leistungsdenken, wie zum Beispiel die Andersdenkenden oder Menschen anderer Hautfarbe. Jetzt im Moment gerade hat ja die Fußball-EM stattgefunden und England hat ja aufgrund des Elfmeterschießens dann eben ist nicht Meister geworden, weil ein Elfmeter verschossen wurde und die Diskussionen jetzt darum, dass dieser Mann, der das Tor eben vergeigt hat, wie wir so schön sagen, eine nicht weiße Hautfarbe hat. Das ist jetzt ein Thema von Rassismus, was da im Feld ist. Das ist Lilith-Energie. Ja, Lilith-Energie zu sagen, der ist der Böse. Jetzt hat er auch noch, sieht er auch noch anders aus. Also, ne? Das ist die unbewusste Kraft des verdrängten Lilith-Energie. Und dann kommt gerade der Captain der englischen Fußballmannschaft und korrigiert es sofort, ganz klar, total, und sagt, ihr seid keine, was auch immer, wenn ihr so sprecht. Und mit dieser Kraft, Lilith im Zeichen, Zwillinge, werden Themen angesprochen, die ausgegrenzt wurden bisher, über die man schweigt, so wie, pssst, nichts darüber sagen, ja, unser Geheimnis und so. Und das ist eine unglaubliche Kraft, die bringt alles wieder auf Kurs, in Korrektur, wie ein Erdbeben. Puh, plötzlich muss der Druck raus und irgendjemand schnappt die Energie auf und bringt die Dinge zur Sprache. Und das ist faszinierend. Ja, das gibt mir auch ganz viel Hoffnung, wenn ich so denke, in welcher Zeit wir jetzt gerade stecken. 2020 angefangen, 2021. Das ganze Thema um den Virus, sage ich mal so, das könnte ja sehr viel Hoffnung geben, dass da noch viel diskutiert wird und nicht einseitig kommuniziert wird. Das ist genau der Punkt. Und du sagst es, ist genau das. Es ist sehr klassisch, was jetzt stattfand bis anhin, dass viele Meinungen unterdrückt wurden, ausgeschaltet wurden, gelöscht wurden. Ja. Und jetzt mit Lilith im Zeichen Zwillinge, in der zweiten Hälfte 2021 bis in den Frühling 2022 wird das total korrigiert werden. Gibt's Dialog? Dialog oder zumindest, dass die anderen, ja, die Andersdenkenden, in welche Richtung auch immer, gehört werden, ja, dass sie eine Bühne bekommen, dass man sie nicht mehr unterdrücken kann, weil die Lilith-Kraft wirkt im Kollektiv auch sehr stark korrigierend. Und jetzt wird gesprochen, jetzt wird Klartext gesprochen. Wir sagen ja auch Tacheles sprechen. Ne? Genau. Ich habe noch eine Frage. Diese Lilith-Energie, funktioniert dieses Wissen auch auf Unternehmer? Also auch nicht auf die Firma selbst? Ja, es ist so, dass diese Lilith-Energie, wenn wir das jetzt hochskalieren auf die Firma, geht es um eine weibliche Energie innerhalb der Firma. Das sind dann oftmals Frauenthemen oder wo es um Gleichstellung der Frau geht. Gleichstellung zum Mann oder man hat sogenannte starke Frauen im Feld, wenn die Lilith-Energie sehr, sagen wir so, betont ist im Horoskop einer Firma zum Beispiel. Da kann man sehen, aha, die haben eine Frau an der Spitze von ihrem Konzern. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber das kann man ganz genau so anschauen, ja, wo es um eine starke, kreative, auch schöpferische Energie in der Firma geht, die sich vielleicht mit künstlerischen Themen beschäftigt oder eben starke Frauen im Feld hat. Das ist nicht mit jedem Firmen, in jeder Firma so ausgeprägt, aber es gibt manche, wo man sagt, aha, wundert mich nicht. Spannend, die haben jetzt eine reine Frauenfirma oder Frauen an der Spitze. Wenn das eine Lilith geprägte Firma ist, ja, das hat selbstverständlich auch auf das Einfluss. Ich sage immer wieder bei uns im Kurs 24, man sollte auch alternative Sichtweise anhören und man sollte nichts ausschließen. Man kann die Schulmedizin nutzen und die Komplementärmedizin am besten ganzheitlich anschauen, um Gesundheit zu kriegen. Ich glaube völlig an das, was du mir da erzählst. Ich sehe die Zusammenhänge. Ich bin fasziniert, wenn ich diese Zyklen mit mir ins Verhältnis bringe und sage, wow, es stimmt schon wieder. Meine Frage ist, ich kenne zwei, drei Leute, die mit dir intensiv arbeiten, wo sie sagen, das ist die Firma und du managst auch ein bisschen aus astrologischer Sicht her die Firma. Und das finde ich jetzt etwas, was
was ich eigentlich auch wahnsinnig gern machen würde. Mhm. Wo man einfach sagt, also wie läuft denn so eine Zusammenarbeit mit einer Profi-Astrologisch, wenn man sagt, ich habe hier die Firma, die hat dann und dann Geburtstag. Jetzt gibt es so viele Zyklen, wo ich ja mir gar nicht den Kopf halten kann. Informierst du die Leute immer wieder, was jetzt einfach kommt? Oder ist das eine Sache, dass der Unternehmer auf dich zukommt, sagt, ich habe wichtige Entscheidungen? Oder wie läuft das? Also ich manage nicht die Firma. Mhm. Das muss ich gerade korrigieren. Sondern wenn ich mit Firmen arbeite, aber vielleicht wäre das eine eigene Sendung. Mhm. Wenn ich mit Firmen arbeite, dann bin ich als Beratung, also beratend tätig. Ich greife da ja nicht ein. Aber erst dann, nachdem du gefragt wirst? Ganz oder? Genau. Ja. Oder kommst du proaktiv und sagst, jetzt kommt gerade eine wichtige Phase auf euch zu, nur dass ich es euch gesagt habe? Nein, es ist immer so, das ist ja, ich beginne dann, wenn ich gefragt werde. Und dann kommt die Firma oder die Menschen aus der Firma kommen ja mit einem Thema, mit einer Fragestellung. Und dann beleuchten wir das. Und dann habe ich sozusagen die Erlaubnis, hineinschauen zu dürfen und dann entsprechend zu beraten, wie jetzt die Zyklen rückwärts zu sehen sind, wo kommen wir eigentlich her, warum ist jetzt diese Krise ausgelöst worden, was ist der Ursprung, wir können ganz locker zum Ursprung zurückgehen, wo stehen wir jetzt und was sind die Themen, die in Zukunft, in der näheren Zukunft oder auch in der fortgeschrittenen Zukunft da sind. Mhm. Und das schauen wir an. Und spannend ist vor allem dann, wenn wir in einer Firma, jetzt wechseln wir das Thema, ne? Wenn wir in einer Firma sind, dass wir unter anderem auch erstmal mit den Führerinnen sprechen, individuell. Und da kommt dann zusammen das Individuelle und das Thema der Firma selbst. Wir sind dann die Mitarbeiter eingebunden in die Firma. Und auch da haben wir selbstverständlich natürlich das Lilith-Thema. Und wenn jetzt die Firma sehr stark Lilith betont ist und betont heißt, sehr stark im Fokus, im Brennpunkt, wo man sagt, ja, guck, das ist jetzt, wir engagieren uns jetzt für Klimaschutz oder für Umweltbewusstsein oder für Ocean Cleanup, ja, dann kann man ganz klar nur zu dem Thema, nur zu diesem einen Thema, können wir die Zyklen anschauen und wir können die Phasen schauen, wo kommt die Welle, ja, die Welle, die wir surfen können, zum Beispiel mit der PR, mit der rausgehen kann oder mit richtigen Zeitpunkten zum Investieren oder zum Ruhen lassen. Also man kann ganz viele verschiedene Aspekte anschauen für die Firma selbst. Aber wenn es um Lilith geht, dann ist das, wie soll ich sagen, faszinierend auch hier, wirklich die Fragen, die dann kommen, zu beantworten im Zusammenhang mit der Kraft, der schöpferischen Kraft dieser Firma selbst. Du hast mir gerade ein Stichwort gegeben, da sollten wir unbedingt mal eine Sendung machen, auch über das Geldsystem aus astrologischer Sicht. Ich glaube, das wird unglaublich viele Zuschauer interessieren, ja, was du darüber ja siehst oder kennst, ja, wo die Reise da auch hingehen könnte. Ja, hochaktuell. Ja, ich muss mir wirklich überlegen, weil ich so fasziniert bin von dir als Person und so fasziniert bin vom Thema, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr dieses Wissen integriere in mein Leben. Da werden wir bilateral noch sprechen, aber für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen, es geht mir genauso wie dem Herr Glock, was kannst du denen empfehlen? Wie können sie sich privat damit beschäftigen oder wie die Firma mit dem beschäftigen oder sollen sie selber lernen oder sollen sie sich in einem Profi suchen? Was empfiehlst du? Also ich bin ja immer ein Fan von unabhängig sein und dafür habe ich ja die Community gegründet und gebe Unterricht und zwar online. Mhm. Und ich würde selbstverständlich empfehlen, man kann mal reinschauen bei uns einen Monat lang zum Beispiel mal schnuppern beim ganzen Angebot und die Lernvideos mal anfangen. Mhm. Weil es ist, wie du sagst, es ist ein sehr, sehr, sehr umfassendes Thema, wo fange ich an? Und man kann einzelne Themen rauspicken mit Büchern, selbstverständlich. Ja, da kann man ja vieles googeln. Oder aber auch sagt, doch, ich möchte das mal so von Grund auf, so ganz easy, locker, ja, locker mal da rein floaten in das Thema dieser größeren Zusammenhänge. Und deswegen empfehle ich dann schon auch, in der Community mal reinzuschauen. Wir haben die ersten 20 Lernvideos, sind nur Basics. Und da kann man auch springen natürlich. Man kann gerade mit Lilith anfangen oder man kann auch mit der Menschwerdung anfangen. Das würde ich sehr empfehlen. Mhm. Das ist klar, weil ich das auch anbiete, aber weil ich den Weg sehr, sehr schön finde, über eine Möglichkeit, sich selber schlau zu machen und sich selber im eigenen Tempo, an dem eigenen Ort, wo man ist, ohne irgendwo montagsabends
um 8 in irgendeinem Schulzimmer zu sitzen, sondern man ist zu Hause und guckt sich das an. Leute schreiben mir nachts um 3:30 E-Mails, wenn sie das Video gesehen haben, oben ist wieder was aufgefallen. Ja, man kann dort Fragen stellen, ich antworte direkt. Ich finde das absolut zeitgemäß so, sich selbst zu informieren. Und der zweite Frage, wenn ich aber sage, ich muss das delegieren oder ich möchte gerne mal ein bisschen Feedback kriegen über mich und so weiter, dann wendet man sich an einen Profi. Wo habe ich einen Profi? Wo finde ich Profis? Also es gibt da die Berufsverbände. Mhm. Ja. In Deutschland, Österreich, Schweiz, die Profi-Berufsverbände sind alle zertifiziert und wir haben alle einen Astrologen-Code, also einen Kodex, unterzeichnet. Da kann man sich drauf verlassen, dass das wirklich schwingt. Man muss einfach rausfinden, mit wem bin ich kompatibel. Nicht? Ja. Da gibt's ja dann auch von den verschiedenen Bewusstseinsstufen, jene, die deuten mehr so und deuten mehr so. Aber da würde ich selbstverständlich über die Berufsverbände gehen. Super, danke, ganz herzlich. Danke dir. Liebe Silke Schäfer, einmal mehr total faszinierend. Danke vielmals für dieses Interview und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, der Funken über diese ganzen Magic-Dinge, die da im Kosmos auch ein Geschehen, eine Wirkung haben auf uns und diese ganzen Zyklen, dass die auch auf uns einwirken, konnten wir ein bisschen transportieren zu Ihnen nach Hause, um Sie auch ein bisschen zu in diese Welt der Faszination ein bisschen, ja, sagen wir mal, neugierig zu machen. Ich glaube, das ist uns gelungen und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Wissen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.